Und? Wie war's? Hat funktioniert alles? Wir hoffen doch. Unbedingt. Es ging ja im Wesentlichen darum beim letzten Mal, bringe deine Geschichten dementsprechend in die Lebensachse hinein. Und warum ist das sinnvoll? Was ist die nächste Aufgabe, lieber Norman, dazu? Die nächste Aufgabe hört sich vielleicht für den einen oder anderen komisch an, weil wir beide sind positive Menschen. Wir wollen uns im heutigen Video nämlich den unteren Teil anschauen, nämlich die negativen Geschichten, die irgendwo zwischen 0 und minus 10 lagern. Und da interessiert uns insgesamt von deinen 10 Geschichten, die du hast, deine 5 bis 6 stärksten. Und da werden sicherlich 2 oder 3, vielleicht mehr, vielleicht weniger, auch in dem negativen Bereich drin sein. Und warum interessiert uns das? Weil wir eines rausfinden wollen, was war nötig, um von negativ wieder zurück zu positiv zu kommen. Weil wir gehen mal davon aus, ihr habt jetzt nicht hier unten 10 negative und hier oben gibt es nichts Positives. Es gab ja, wir nehmen es zumindest an, in eurer Vergangenheit irgendwas, wo ihr wieder über die rote Linie kamt. Und das interessiert uns. Somit die Aufgabe für heute ist, finde raus, was bei den negativen Geschichten in deinem Minusbereich damals nötig war, dass du von Minus zurück auf Null zurück in Positiv kamst. Es gibt höchstwahrscheinlich eine Gemeinsamkeit. Was auch immer das ist, es war immer der beste Freund mit dabei. Es war ein Buch mit dabei, das du gelesen hast. Was auch immer es ist, fühl mal in dich rein, geh seitlich zurück und sag, okay, als ich in dem tiefen Loch saß, was ist passiert, dass ich aus diesem Loch rauskam? Und das wäre die Aufgabe für heute. Und dabei wünschen wir euch wie üblich viel Spaß, denn es geht darum, Lebe lebe deine deine Berufung. Berufung. Ciao. Ciao.